Hallo Leute, wie geht's euch? Ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß nicht, was so reinflattert als Video bei mir jetzt oder was so sich tut in der nächsten Zeit. Und ja, ich habe etwas. Und zwar, ich habe endlich mal von einem Hersteller Smartphones bekommen zum Testen, zum kostenlosen. Einen kurzen Zeitraum, 3 Wochen oder so, habe ich die jetzt hier im Haus. Ich probiere sie durch. Ich möchte gerne ja einfach Kamera wahrscheinlich versuchen oder austesten. Die Kamera auf jeden Fall. Ich stelle es euch gleich mal vor, ganz kurz. Und ein bisschen mit dem Zocken. Ja, Handy, Smartphone zocken, austesten. Ich weiß nicht. Ja, ich werde sehen, ob mir das überhaupt liegt mit dem Smartphone testen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was packe ich für euch oder mit euch zusammen aus? Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich verfolgt habt auf meinem Kanal, ich bin OnePlus-Fan, muss ich zugestehen. Ich werde es öffentlich machen jetzt einfach. Ich habe das zweite Handy hier schon. Ich hatte zuvor das OnePlus 5, mit dem bin ich eingestiegen. Jetzt habe ich das OnePlus 7 Pro und jetzt habe ich das OnePlus 9 für euch hier. Beide, einmal das normale und einmal das Pro, und packt es jetzt mit euch zusammen aus. Was ich nicht großartig erwähnen werde jetzt während dem Video, sind jetzt die Spezifikationen. Was ich euch kurz dazu sage, sind die Unterschiede zwischen dem normalen, also dem 9er und dem Pro. Da gibt es ein paar Details, die ein bisschen unterschiedlich sind, neben dem Preis. Weil das finde ich jetzt eigentlich auch interessant für mich. Ich habe da jetzt ein bisschen gegoogelt nochmal und ein bisschen geguckt auf der OnePlus-Seite und habe mich dann nochmal informiert, dass ich euch da jetzt auch das Richtige nenne, was da so der Unterschied ist. Weil ja, es ist gar nicht so viel Großartiges ja, im Unterschied. Man wird sehen. Jetzt kommt erstmal unser Intro und dann fange ich an. Bis gleich. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich habe mich echt so gefreut drauf. Was das allererste ist, was mir aufgefallen ist bei OnePlus, beim 9, ist das Wireless Charging. Ich bin da echt froh, dass es jetzt inzwischen hier ja, funktioniert. Wobei ich jetzt sage, also mir ist jetzt gar nicht großartig abgegangen. Also von dem her ist es mir jetzt auch nicht so wichtig. Für viele ist es wichtig, für mich jetzt eigentlich weniger. Deswegen packe ich das jetzt auch später aus, weil ich finde, die Handys sind einfach Prio 1. Und was ich noch bekommen habe, sind auch die Covers, die es jetzt dazu zum Kaufen gibt. Ich werde die auch später mal kurz auspacken, aber Covers, ja, die kennt ja jeder eigentlich von der Qualität her. Ist da jetzt kein großes Act hier, also von dem her. Ich lasse mal hier einfach mal so trotzdem liegen, mal gucken. Genau, fangen wir an mit dem OnePlus 9. Mal gucken, ich bin echt gespannt. Verpackung natürlich wieder sehr edel, wie immer. Und das Rot und Weiß dazu ist sowieso mein Ding. Wow. Ah. Das ist ja cool. Da gibt's, ich habe das Flieder bekommen. Das ist ja schön. Wow. Das ist ja wirklich toll. Ich finde das Flieder echt, ja, das ist eine, ich denke mal eine Frauenfarbe. Ich weiß nicht. Ich habe auch die Farben nachgeguckt. Die sind unterschiedlich beim normalen, also bei dem, ich sage einfach mal bei dem 9er. Da gibt es einen Flieder, schwarz. Und nochmal eine Farbe. Ich finde jetzt das Flieder echt voll schön. Puh, das ist echt auch ein bisschen schwerer irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt jetzt hier. Ich meine, 7. Okay, natürlich jetzt hier 3 Kameras verbaut. Sehr cool. Nice. Das ist schön. Okay, das ist auch, also ich werde es euch jetzt auch zeigen können. Schauen wir mal das 9er, das Pro an. Ups. Okay, was ist da noch drin? Ich bin jetzt echt irgendwie schnell am Auspacken hier, weil ich will die echt sehen. Ich warte ewig schon auf das Video zu machen. Habe jetzt seit gestern die Packungen bekommen, das Media Kit. Und irgendwie warte ich schon ewig jetzt, dass ich hier im Haus einfach Ruhe habe. Irgendwie, dass ich da endlich mal hier in Ruhe mit euch das Unboxing machen kann.
Okay, was ist sonst noch mit dabei? Jetzt zeige ich euch nochmal kurz. Gut, Quick Guide und so weiter. Alles klar, welcome. Und irgendwo muss dieses Sim-Tool noch mit drin stecken. Dann ist ein Kabel mit drinnen. Mit, für diesen Super Boost Auflade-Teil. Ich glaube 60, so 65. Ich habe nachgelesen jetzt. Vor lauter Nervosität, Hilfe. Ich habe das jetzt wieder verwechselt. Okay. Und natürlich ganz neu, natürlich die Kamera. Hasselblades Kamera. Soll viel natürliche Farben hier aufnehmen. Das ist auch in dem schönen Blau. Wow. Aha. Lila und Blau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera so gut sieht, auf der Aufnahme. Das hat jetzt hier eine Kamera mehr. Das ist jetzt einer der großen Unterschiede, finde ich jetzt. Das ist eine Telekamera und die Telefotokamera, die muss man einfach testen. Das ist nämlich genau mein zweites Video, was ich ein paar Sachen dann eben vergleichen werde, wo man dann das sieht oder wo ich dann sage, okay, was rentiert sich jetzt wirklich mehr? Weil ich muss echt sagen, es sind Flaggschiffe, klar, es sind hochwertige Handys, doch die Preispolitik hat sich ein bisschen geändert bei OnePlus. Früher waren sie um die 400, 500 Euro und die riesigen Flaggschiffe und die Pro-Versionen, die steigen jetzt eigentlich mit der höchsten Ausstattung, ist einfach dann bei 1000 Euro, 999 Euro. Und ich finde das schon eine Hausnummer, ein Handy für 1000 Euro zu kaufen. Da muss dann auch, finde ich, in meinen Augen wirklich die Kamera passen, das Display passen, ist es für mich ganz wichtig. Und ansonsten Speicherplatz haben beide viel. Also ich finde jetzt, beide sind mit 128 GB oder die 256 GB erhältlich. Meistens, also was heißt meistens, bei beiden eigentlich, immer wenn es eine höhere Ausstattung vom Speicher hat, kostet es gleich mal 100 Euro mehr. Beim Arbeitsspeicher gibt es eben mit 8 und 12 GB. Also es gibt die Versionen 8 mit 128 GB und die nächste Station mit 100 Euro mehr, 12 GB und 256 GB festen Speicher. Und das sieht man aber jetzt vom Display her. Das andere ist nämlich hier. Ich will da gar nicht mit den Spezifikationen so viel reden, weil da gibt es so viele Technikvideos inzwischen. Da könnt ihr euch mal durchwurschteln, wer da wie, wo, was erwähnt oder sagt, okay, und das die Bewertungen dazu macht. Mir war es wichtig jetzt, was wirklich hier größenmäßig ist, das jetzt gar nicht so viel um, gell? Weil ich weiß, das Pro hat 6,7 Zoll. Das hier, das hat jetzt 6,7 Zoll. Ich lege es euch mal hier her. Okay. Ist auch nur 5 Gramm schwerer, das Pro. Und das andere, das hat ja bloß 6,55 Zoll. Was heißt nur? Das reicht ja eigentlich auch. Also von der Größe her tun sie jetzt nicht großartig. Haben auch vom Bildschirm her 120 Hertz Bildschirme. Meins hat ja noch das 90 Hertz Bildschirm. Voll schön. Wow. Also ich finde schon, die haben ein gewisses Feeling. Finde ich so schön gemacht. Sehr hochwertig. Und das finde ich jetzt auch von Gewicht angenehm, dass man auch nicht so leichtes Handy hat, finde ich jetzt. Weil wenn es so leicht ist, da denke ich mir auch mal, ja, Wertigkeit ist dann ja nicht so hoch. Das ist ganz komisch bei mir. Also ich bin da ein bisschen sehr auf Material, finde ich. Ja, ich mag das, dass es vom Material her einfach ein bisschen mehr hermacht. Natürlich, das Innenleben ist natürlich das Wichtigere, gar keine Frage. Was war jetzt noch? Wireless Charging haben beide. Beide haben einen 4500 Akku. Jetzt fange ich doch ein bisschen an mit den Spezifikationen. Und der Unterschied bei dem Wireless Charging, das Pro lädt mit 50 Watt und das, das 9er, das normale eben, lädt mit 15 Watt, in Anführungszeichen nur Wireless Charging. Also das ist schon ein bisschen schneller am Laden.
Da würde ich jetzt sagen, ja, okay, wenn ich schon Wireless wollte und es soll schnell laden, dann wäre eigentlich das Pro eigentlich das Bessere. Und ich denke mal, durch das, dass es auch ein bisschen einen besseren Sensor hat und die dritte Kamera oder die vierte Kamera eigentlich drin hat, ist es eigentlich doch so, dass es bestimmt mehr Strom saugt. Ansonsten haben beide auch Dolby Atmos und eben Stereo-Lautsprecher. Die sind da unten. Und den Slider. Ah, das ist einer der Features, was ich eben bei OnePlus liebe. Das Feature mit dem Slider auf lautlos oder Klingelton oder auf nur mit Vibration zu stellen. Also das sind dann schon die Dinge, wie ich sie liebe. Und der geht echt cool. Meiner ist ein bisschen, man merkt oft gar nicht, auf welcher Stellung das jetzt hier einrastet. Aber das geht jetzt echt ein bisschen angenehmer. Also ist einfacher zu spüren, auf welcher Stellung das ist hier. Genau, das ist voll schön. Und ansonsten haben die beiden das eigentlich ähnlich. Das ist dann die Ein- und Ausschalttaste, das kenne ich ja. Und hier ist dann lauter und leiser Taste. Also sehr toll. Wow, das ist echt cool. Ich darf es jetzt dann mal auch anmachen demnächst. Das ist irgendwie voll schön, dass ich die jetzt bekommen habe zum Testen. Das machen wir jetzt nochmal auf, was da sonst noch mit drinnen ist, damit ihr das seht, was da alles so versteckt ist. In einer Box. Oh, das. Okay. Das ist jetzt bei der Pro-Version mit dabei, aber das finde ich jetzt eigentlich, ja, ist ja kostenlos mit dabei, aber finde ich es jetzt fast zu schade, da das einzupacken. Wobei ich sagen muss, also zum Schutze vom Handy ist mal nicht schlecht. Ach genau, das wollte ich noch gucken, weil meins hat links und rechts ja die gewölbten Gläser hier. Die sind auch wieder noch dabei. Das müsste ich mal im angeschalteten Zustand hier testen. Aber das ist auch hier wieder so gewölbtes Glas oben. Genau. Cool. Voll schön. So, und dann eben der Power-Aufladestecker. Der ist jetzt auch nicht immer kleiner geworden, ein bisschen, finde ich. Der hatte schon mal eine andere Form. Der war da vorne dann nochmal so ein Rand außenrum. Der ist jetzt ein bisschen kleiner, ein bisschen schmäler und ein bisschen höher geworden, glaube ich. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Okay, aber der ist schon echt fett. Und natürlich das Kabel zum Aufladen. Meins ist inzwischen ein bisschen, glaube ich, in Mitleidenschaft gezogen irgendwie. Ich glaube, dass es da oben an dem Stecker ein bisschen einen Wackelkontakt hat. Das hat jetzt hier... Müsste ich mal gucken. Ne, das sind eigentlich schon ähnlich aufgebaut. Nochmal eine Verstärkung mit dran, dass es auch fester und länger hält. Dass die, ich habe das Gefühl, eins ist defekt von meinem alten, also OnePlus 5, das ist ja schon ewig her. Das darf dann schon mal kaputt gehen, der Kabel. Gefühlt sind es aber trotzdem sehr hochwertig, finde ich. Im Gegensatz zu manch andere Aufladekabel, die halten jetzt nicht so lange, habe ich immer das Gefühl, wenn man jetzt da nach einem Jahr muss man schon wieder neues Kabel besorgen gehen. Und eben USB-C, klar, das haben sie ja jetzt eh schon fast alle. Also von dem her, die Länge ist jetzt, schauen wir mal, kürzer geworden. Tatsächlich ist es kürzer geworden. Irgendwie war meins ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Okay, aber es reicht immer noch. Und es ist auch ein bisschen dicker. Ja, es ist echt dicker. Muss ja ein bisschen mehr Power doch. Ein bisschen höher doch schleifen hier. Genau, dass mehr doch geht. Doch. Irgendwann werden wir ein voll fettes Aufladekabel hier haben. Genau, sehr schön. Also das ist mit an Bord, keine Ahnung, was das noch ist. Sim-Tool ist es da jetzt nicht mit dabei, komischerweise. Müsste eigentlich auch mit drin sein, aber gut. Ich habe eins da, also von dem her. Ist ja ein wanderndes Media-Kit.
Ja, sehr schön. Jetzt weiß man mal zumindest, was da alles mit drinnen ist, wenn ihr das kauft. Momentan habe ich gesehen, gibt es ein paar Sale mit dazu, 10% irgendwie. Und Docking Station war günstiger, ich glaube sogar 40% günstiger jetzt gerade, wenn man es bestellt, zusammen mit dem Handy. Und die AirPods auch, oder BeatPods. AirPods ist ja Apple. BeatPods, glaube ich, heißen sie bei OnePlus. Sind auch jetzt beim Bestellen mit dazu günstiger. Und was mich überrascht hat, Stadia kann man jetzt hier kostenlos mitordern. OnePlus und Google Stadia haben hier eine Partnerschaft und man kann jetzt da gar nicht rauslesen. Ich denke mal, für einen Monat kostenlos oder so kann man dann da zocken. Bin da mal ein bisschen skeptisch mit dabei, also bin ein bisschen vorsichtig mit Cloud Gaming. Aber wer da wirklich Interesse dran hat und sowieso ein Handy braucht, wäre das jetzt, glaube ich, ein cooler Kauf, glaube ich, denke ich mal. Genau. Also, Unterschied ist Bildschirmgröße. Beides aber 120 Hertz. Ich habe auch gelesen, dass die Auflösung beim Pro höher ist. Das liegt bei 3216 mal 1440. Und bei dem normalen ist es bei, ich glaube, 2400 mal 1080. Das wäre jetzt auch bei mir, glaube ich, ein Entscheidungskriterium beim Kaufen. Ich würde glatt wirklich zum Pro tendieren, würde ich mal sagen. Ich filme viel, ich nehme viel auf an der Kamera. Ich glaube, da wäre dann ja die größere Variante vom Display. Und ich schaue auch sehr viele Videos. Denke ich mir, da wäre das Pro für mich von der Auflösung her fast ein Ticken besser. Wobei ich sagen muss, ja, es muss ja nicht. Ja, der Unterschied 2400, ja, ist es nicht so gravierend, wie ich finde. Was ich auch bemerkt habe, zum Beispiel, dass, oder gelesen habe, was ich gesehen habe, dass das Pro 4K-Aufnahmen macht, bis zu 120 FPS. Das kann jetzt das andere nicht, das kann nur 60 FPS 4K. Und es kann 8K. Jawohl, also ich weiß nicht, ob man wirklich noch jetzt schon 8K aufnehmen möchte. Das muss jeder selber entscheiden. Ich finde es interessant, ich freue mich drauf, das Feature dann auszutesten. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf, was da rauskommt und wie das dann sich anfühlt und wie es anzieht. Und ja, das ist eigentlich schon ein Highlight. Und deswegen, genau. Jetzt schauen wir noch, ja. Gut, wie gesagt, also die Kameras sind jetzt eigentlich ähnlich. Von der Farbe her gibt es auch unterschiedliche Farben. Das ist ja alles Geschmackssache, das kann jeder selber entscheiden. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Pro jetzt nicht in dem Flieder gibt. Aber na gut, dann gibt es halt dieses schöne Mint. Oder Green, eigentlich ist es Green, Pine Green, also Piniengrün. Ja, aber das ist jetzt das Eisblau, glaube ich. Ich glaube, das ist das Blau. Wahnsinn! Also die Farben, das ist halt für jeden das Geschmäckchen, also wie er gerne haben möchte. Und wie gesagt, da gibt es die Tele, das habe ich ja schon erwähnt, die Telefotokamera. Und ansonsten ist der gleiche Sensor mit drinnen oder das ist ein höherwertiger Sensor ein bisschen, aber das merkt ja jetzt nicht jeder gleich beim Fotografieren, also von dem abgesehen, denke ich mal, ist es dann für den Otto-Normalverbraucher eigentlich dann ganz in Ordnung. So, jetzt packe ich noch doch diesen Wireless Charger aus, weil man denkt, hey, ich will das jetzt doch sehen oder ihr wollt vielleicht ihn auch sehen. Mal gucken, wie er denn so wirkt, wie er rauskommt und genau. Ich habe das auch schon online gesehen und oh, der ist echt weiß. Da war ich ein bisschen überrascht, dass eine weiße Charger es ist. Ja, na gut, ist halt dann weiß. Ist eben sein eigenes Ding. Wie gesagt, das ist auch Geschmackssache. Ich finde den auch sehr hochwertig und sehr schön. Passt wirklich cool zu den Handys mit dazu, mit dem selber. Sehr wunderbar. Auch sehr wertig, also es bleibt stehen. Ich finde, wenn es jetzt so ein leichtes, einen leichten Fuß hat, finde ich es immer so schwierig, weil man dann irgendwie dann doch das Handy dann schnell reinlegen will und da steht es einfach. Genau.
Das ist echt standhafter Fuß. Sehr gut. Für mich schon mal wichtig. Und nicht so ein kleines Ding, oder wo man dann das drauflegen muss. So. Ja, das ist auch eine Geschmackssache. Ich finde das zum Hinstellen viel schöner. Man könnte jetzt hier bestimmt auch noch eine schöne Uhr hin platzieren als Bildschirmschoner. Dann hat man gleich mal eine Uhr hier im Raum und sehr gut. Vor allem an einem schönen Setup, an einem Office-Büro. Also würde mir das schon auch gut gefallen, so mit diesem Auflade-Wireless-Charging-Gerät. Wie gesagt, also da ist das Pro natürlich ein bisschen mehr Power bestückt. Irgendwo muss ja irgendwie der teure Preis herkommen. Gut, ich werde jetzt alles testen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und dann melde ich mich bei euch wieder, ein kleines kurzes Review zeigen, welche Vor- und Nachteile es hat. Also ich bin auch ein bisschen auch mal ein kleines kritisches Äuglein habe ich immer mit drauf. Und bin gespannt, ob ich was finden werde, was mir jetzt nicht so gut gefällt. Und mal gucken. Und dann melde ich mich einfach bei euch wieder und zeige euch Features oder auch, wie gesagt, also Kamera ein bisschen austesten und Zocken ein bisschen austesten. Und dann bis dann. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und genießt die Sonne noch weiterhin. Es bleibt noch ein bisschen warm und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.